Ja, voll die Wasserpfützen nehmen Rauweg auch zuerst gerade. Ja, schwimmt alles voll. Alles komplett war schon. Schau mal da im Bach nehmen Weg da an. Voll die grausige braune Suppen. Ja, dann hätten, war der Weg unzugänglich gewesen. Ja. Ah, gehst du in der Früh, war da der Schnee? Ja, zum Glück, wo man nicht neben der Gösen oder draußen oder irgendeinem kleinen Bachel. Ja, die Leute neben der Gösen oder draußen wohnen. Die Brücken in Drasen ist sicher auch voll das Wasser voll hoch bis knapp unter die Brücken. Ja. War die ganze Zeit so Ringschier. Und so ein flutartiger Ring. Ja. Obwohl es die ganze Zeit regnet. Ja, ich sag, du kannst nachlassen, jetzt wieder, gehen wir wieder zurück. Obwohl es gar nicht aufhört. Nein. Aber es ist auch nicht so krass, das war nicht so. Kein so extreme Schütten. Ja. Aber jetzt kriegt die Natur reichlich Wasser. Ja. Ah, da sind voll die komischen Dunstwolken. Ja.
Da schimmst voll. Gut, dass da die Bahnstrecke auf so einem erhöhten Ding ist. Ja. Und da bei dem Durchlass da unten, schau, da ist sonst auf gar kein Wasser drin in dem Becken da unten. Und jetzt rinnt's dort. Theoretisch konnte jetzt bis zu der Mauer da raufgehen. Bis knapp vor dem Parkplatz. Ja. Wo denn? Aha. Na. Und da vor ist Wasser. Ja. Ja. Zum Glück nicht so extrem schützen, weil. Ja. Ist da die Größe so komisch? Da ist die Gößen voll hoch. Ja, da ist ja unten auch gesperrt, bist du deppert. Schau dir das an. Voll die große, ein großer Teich. Oder ein kleiner See gestanden. Ja, und dann hat sie jetzt so ins Gegenteil verkehrt. Mit solchen extremen Regenfälle. So ein unangenehmes Wetter. Ist groß komplett geschaut. Ja. Schaut voll ekelhaft der Braun aus, die Gößen. Ja, gut, dass nicht schon vorher. Weil wenn das wochenlang so geht, weißt du, was dann ist? Dann ist ganz blöd. Wenn wochenlang anhaltende Regenfälle warten. Da oder auch voll. Schau, da ist ein paar Backel. Da ist sonst oft gar nichts. Ja.
Was ist? Wenn die Linie schon wieder eine andere sehen, findet man nicht recht. Ja. Ein bisschen mehr als 5, in 6, 7 Minuten sind wir in Reisen. Da hast du dann Zeit bis 8.55 Uhr. Danach dann in der S40 dann von 9.12 Uhr bis 10.30 Uhr. 17 Minuten. Ja. Was ist? Ja, damit man die Nullen nicht schreiben muss. Ja. Du Affe. Kämmer eh. Ja, ja, gut, dass die Bahn da erst so einen erhöhten Schulterbeete ist. Ist gut, dass die Gleise nicht einfach flach am Boden auf der Wiesen bauen, sondern auf so einem eigenen Ding. Ja, also war der Weg nach St. Nikita einmal so geschnitten. Wiesenfeld und dann Dreisen, ein Bahnsteig 1a zu Bahnsteig 2b. Ja. Und der Bahnsteig ist da auch voll die Locker da. Voll verdings da. Ja, kein Bedarf in Wiesenfeld-Schwarzenbach. Alex, verwende das Wort Neo statt Nein. Ja, kein Bedarf jetzt in Wiesenfeld-Schwarzenbach. Wie schnell die Zeit vergeht, gleich schon wieder mal übernehmen. Die Tier braucht man wegen Anzahl. Kamera rennt seit 8 Uhr 8. Rennt bis St. Pölten Hauptbahnhof durch. Die Kameramann durchgehend das Video vorher fällt nach St. Pölten. Ja, quatscht am besten. Was? Quatscht am besten. Ja, genau, ich bin noch ganz in der Straße heraus. Das ist ja der Haus. Das wurde auch aufgenommen. Alles. Was? Ja. So sieht die Gößen hier da aus.
Da drüben die Wiesen schaut sehr bedenklich aus. Ach, das ist gegen meine Hand fest. Ja. Ja. Die Gößen da. Der Hund läuft da nicht ganz arsch. In 3 Minuten kommt der Zug aus Schambach. Der Zug, der aus Schambach nach St. Pölten fährt. Den haben sie am Donnerstag dahergekriegt, weil er keinen Platz mehr war. Gestern ist er dazu gar nicht gefahren. Was ist? Gestern ist er gar nicht gefahren, der Güterzug. Ja, wahrscheinlich wegen dem Güter. Einfach so angesagt. Der Waggon war am Donnerstag zu viel für da herüben, haben sie einen, ja, da herüben zwischenparkt. Ja, manchmal haben sie mehr Waggons, als was herpassen da. Da müssen sie dann vorübergehen da herüben. Bahnsteig 2B. R55 nach St. Pölten Hauptbahnhof fährt an. Komm schon da. Ein Doppel, geh, ein Doppelter. Von 2 Triebwagen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
6 oder 7. Okay, vielleicht schaut auch noch geschwind wegen dem Schein. Ja. Und in Spaß gehen viele Holzwaggons. Mhm. Wegen Holz, wegen Innenfahrerfeld. Weil die Mann einzelnen Waggon im Grafen ist der deutsche Adresse und schaut. Es sind so Waggonvermieterfirmen. Da gibt es so Firmen, die vermieten Waggons. Ja, es gibt lauter so Firmen, die vermieten die Waggons. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Ort das ist. Ja, die Waggons sind alle nur für irgendwelche Firmen gemietet, nur ich kenne nicht der ÖBB. Ja, die Waggons kehren nicht der ÖBB, sind nur gemietet. Ja, ja. Ja, ich geh immer erst auf, wenn der Zug am Hauptbahnhof steht. Mich ist voll komisch, so zu sitzen, weißt du, der andere. Das wäre Blick, Fahrt Richtung Wien, aber es geht nicht, weil Zug hier endet. Aber ein Zug aus Schrambach oder Heinfeld könnte, wenn sie wollten, nach Wien fahren, na, tun sie nicht. Ja. Kleinen Moment noch. Das geht nur außerhalb vom Bahnsteig. Schau doch mal, das geht da mitten im Weichenbereich. War kurz noch nicht frei. Ja. Hatte kurz noch nicht frei, Signal. Ja, auf Halt zeigend rot. Das ist die Schule, die Kindergarten, das haben wir noch alles noch nicht letztes Mal gehört. Mhm. Das ist ja riesig. Ja, das haben wir gleich gelesen. Ja. Das ist ja grüne Konzept. Wenn es geht. In Engstationen braucht man erst aufstehen, wenn der Zug abgestellt ist. Ich komme gleich. Ich wollte noch kurz.